Es war befürchtet worden und so kam es auch. Breivik nutzt die Verhandlung für Provokationen. So zeigte er gleich am Anfang den Gruß eines Rechtsradikalen. Breivik nutzt die große Bühne, die das norwegische Recht ihm bietet. Dann nach wenigen Verhandlungsminuten eine neue Provokation. Breivik unterbricht die vorsitzende Richterin. Ich möchte angeben, dass ich das norwegische Recht und dieses Gericht nicht anerkenne, sagte er. Sie haben ihr Mandat von Parteien erhalten, die den Multikulturalismus befördern. Breivik bekennt sich nicht schuldig. Zu den Taten bekenne ich mich, sagte er, aber schuldig bin ich nicht, weil ich in Notwehr gehandelt habe. Breivik tritt arrogant und selbstsicher auf. Er lächelt oft, als die Anklage verlesen wird. Nur als ein Video mit seinem Manifest im Gerichtssaal gezeigt wird, scheint er gerührt zu sein und zu weinen. Das norwegische Recht erlaubt es Breivik gleich an 5 Prozesstagen seine rechte Ideologie zu erklären. Da darf er zum Beispiel wiederholen, dass es ihm leid tue, dass er nicht noch mehr Menschen töten konnte als die 77 von Oslo und Utøya. 77 Männer, Frauen, Jungen und Mädchen. Die Staatsanwältin liest alle Namen vor und beschreibt in allen Einzelheiten, wie sie getötet wurden. Eva Katinka Lütgen, geboren am 3. Juli 1994. Sie befand sich auf einem Weg in Utøya. Auf sie wurde zweimal geschossen, davon ein Schuss durch den Hals in den Kopf, durch die Schädelbasis. Breivik zeigt kaum eine Regung, aber eines seiner Opfer, ein Mädchen, bricht abseits der Kameras zusammen und muss ärztlich behandelt werden. Die Details der Tat sind kaum zu ertragen für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Bluttat vom Juli 2011. Es ist hart. Ich habe Breivik zuvor nur einmal gesehen. Da hat er meine Freunde erschossen. Es ist wirklich hart, aber die Tat muss aufgearbeitet werden. Heute war der Tag der Anklage. Der Staatsanwalt zeigt minutiös auf, was Breivik am Tag der Attentate gemacht hat, wie er sie vorbereitete und ausführte. Zunächst geht es einmal darum, ob der 33-jährige Breivik zurechnungsfähig ist. Gutachter waren sich da im Vorfeld nicht einig. Morgen soll Breivik über seine Taten aussagen. Auch das soll Klarheit über seinen Geisteszustand geben. Sollte Breivik als zurechnungsfähig verurteilt werden, drohen ihm 21 Jahre Gefängnis.